Ja, alle Geschäfte unter einem Dach hört sich erstmal gut an. Riesige Einkaufszentren, neudeutsch Shopping Center, schießen bei uns im Norden ja wie Pilze aus dem Boden. Und das längst nicht nur in Großstädten. Jetzt sind die kleineren Städte wie Leer, Hameln oder Oldenburg dran. Doch viele Menschen stehen dieser Planung kritisch gegenüber. Denn bald könnte es in vielen Fußgängerzonen dann so aussehen. Kleine Läden müssen schließen, weil ihnen die Kundschaft davonläuft. Und vielleicht ist der gemütliche Einkaufsbummel durch die Altstadt bald nur noch Geschichte. Aufregung in Ostfriesland. Im kleinen Städtchen Leer sind mehr als 500 Bürger zusammengekommen, wollen ihre Bedenken gegen das geplante Einkaufscenter loswerden. Eine Bürgerinitiative hat eingeladen. Es wird dort ein Riesengebäudekomplex entstehen, der überhaupt nicht in unsere Stadt passt und der einer Stadtzerstörung in diesem Bereich gleichkommt. Hameln hat mit dieser Stadtgalerie schon so ein Einkaufszentrum. Eröffnet 2008. Warm, trocken, schick. Alle großen Marken drin, kennt man ja aus diversen anderen Städten. 100 Geschäfte, 19.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Alles da, was man braucht. Wer will da schon raus? Wenige anscheinend. Das andere Gesicht der Stadt. Leerstände sind keine Seltenheit. Es könnten mehr Leute in der Fußgängerzone sein. Der Magnet in Hameln ist einfach die Stadtgalerie. Planer und Realisierer ist in Hameln wie in Leer das Hamburger Unternehmen ECE. Der größte Shoppingcenter-Betreiber Europas. 132 Center im Management mit einem Jahresumsatz von 15 Milliarden Euro. Und es werden immer mehr. 23 ECE-Einkaufscenter gibt es hier schon im Norden. Aber dabei soll es nicht bleiben. Oldenburg ist im Bau und Leer in Planung. Holger Pump-Uhlmann ist Architekt. Er beobachtet die Shoppingcenter-Entwicklung schon seit Jahren kritisch. Die Städte stehen in einem interkommunalen Wettbewerb und in einem Wettrüsten miteinander um neue Einkaufscenter. Man glaubt oder verspricht sich von dieser Einzelhandelsbetriebsform mehr Attraktivität. Aber geht die Rechnung auf? Leer die Einkaufsstadt. Bislang bekannt durch Straßen mit vielen kleinen Geschäften. Hier soll das Center hin, in die sogenannte 1A-Lage. Mit 14.500 Quadratmetern Verkaufsfläche. Platz für 50 bis 60 Geschäfte. Ist das nicht viel zu groß für eine 34.000 Einwohnerstadt? ECE meint nein. Das erwartet der Kunde. Der erwartet dort nicht nur 4, 5 Geschäfte, sondern erwartet dort mindestens 50, 60 Geschäfte. Und um das abbilden zu können, brauche ich eine Mindestgröße, unabhängig vom Standort, damit das Konzept Innenstadtgalerie überhaupt funktioniert. Und diese Mindestgröße bewegt sich ab 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche aufwärts. Ein Einkaufscenter mit 14.500 Quadratmeter Verkaufsfläche ist viel zu groß für die Größe der Stadt. Das hat man eher bei einem Städtegröße von 150 bis 200.000 Einwohnern. Also da kann man schon sehen, dass eigentlich die Dimension überhaupt nicht für die Größe der Stadt passt. Falsche Dimension? Ein Gutachten hat doch haarklein bestätigt, dass diese Größe gut nach Leer passt. Kein Wunder, Auftraggeber war die Stadt. Aber die Kosten des Gutachtens erstattet die ECE, wenn das Projekt realisiert wird. Ausgerechnet die, die davon profitieren. Monika Walter von der Universität Hamburg hat in einer Studie die Auswirkungen innerstädtischer Shoppingcenter untersucht. Die Gutachterfirmen haben eben die Aufgabe, den Auftrag, das dann quasi wissenschaftlich zu belegen. Aber es sind immer nur Prognosen, Annahmen, die häufig eben von einem sehr, sehr günstigen Fall ausgehen, der so meistens nicht eintritt. Ein Haken am Leergutachten, diese optimistischen Annahmen. Das Einzugsgebiet soll sich durch das neue Einkaufscenter mehr als verdoppeln, auf mehr als 500.000 Einwohner. Da zweifelt sogar ECE selbst. Also ich halte das für sehr optimistisch, diese Zahl. Also wir haben auch unsere eigene Einschätzung, das ist ja nur ein Gutachten der Stadt. Wir sagen, das Marktpotenzial wird circa so bei 280.000, 300.000 Menschen sein, mit dem Potenzial nach oben. Weiteres Problem, das ECE-Center in Oldenburg ist ja auch kurz vor der Eröffnung. Die vorhergesagten Einzugsgebiete überschneiden sich. Trotzdem ist der Bürgermeister von Leer für das große Shoppingcenter und macht mit beim großen Wettrüsten. Wir stehen im Wettbewerb mit Oldenburg, Bremen und Groningen.
Wenn wir das Ziel haben, Einkaufsstadt Nummer 1 bleiben zu wollen, auch die nächsten 10, 15 Jahre, dann müssen wir was tun. Lassen sich Kommunalpolitiker manchmal allzu leicht von der ECE überzeugen? Die meisten, denke ich, sind komplett überfordert mit der Situation, weil sie zu dem Thema gar nicht zu viel wissen. Es gibt andere Beispiele sicherlich, wo man den Eindruck hat, dass die Meinungsführer bestimmter Fraktionsparteien im Vorfeld sehr stark bearbeitet werden, möchte ich mal so nennen, dass dann die Ratsmehrheit für das Projekt gewonnen werden kann. Und da fragt man sich manchmal schon, wessen Interessen einige Politiker vertreten, ob das die Interessen der Stadt sind oder dann doch eher die des Entwicklers. Das fragen sich auch Bürger in Leer. Sie haben keine Sorge, dass das Shoppingcenter nicht läuft. Aber was passiert mit dem Rest der Stadt? Dann habe ich nachher ein Innenstadtzentrum in der Innenstadt von 250 mal 250 Meter, in dem Sie eigentlich alles abwickeln können, was Sie noch brauchen. Dafür brauche ich den Rest der Stadt nicht. Ob es zu groß ist oder nicht, das interessiert die ECE nicht und wer dabei auf der Strecke bleibt, auch nicht. Zurück nach Hameln. Dort wird es langsam eng im Umland. In Hannover und Laatzen gibt es schon große ECE-Center. Ein anderes Unternehmen baut in Hildesheim. Und ECE selbst will auch in Minden noch ein Einkaufszentrum hinsetzen. Eine Stadt wie Hameln steht natürlich in ständiger Konkurrenz mit den Nachbarstädten. Ob das nun Hildesheim ist oder Minden oder Detmold. Wir müssen sehen, dass wir den Kunden, die nach Hameln kommen, eine entsprechende Attraktion bieten. Das ist ein Wettrüsten, das war immer ein Wettrüsten und das wird auch so bleiben. In Sichtweite der Stadtgalerie hat Holger Wellner sein Modegeschäft. Er ist Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes in Hameln und hat die Auswirkungen in seinem eigenen Geschäft deutlich zu spüren bekommen. Wir sind von Anfang an davon ausgegangen, dass wir ein Umsatzminus machen und haben 6-7% Minus eingeplant und eingerechnet. Es hat sich dann tatsächlich so dargestellt, dass wir noch deutlich mehr Umsatz verloren haben und haben 10-20% Umsatz weniger gemacht als vor der Stadtgalerie Hameln. Die Stadtgalerie läuft jedenfalls seit 2008. In Hameln finden sich jetzt viele Geschäfte im ECE-Einkaufscenter, nicht in der Fußgängerzone. Dort ist die schleichende Verödung der Innenstadt zu spüren. Doch die ECE hat ihre eigenen Ziele im Blick. Natürlich können wir in erster Linie nur Verantwortung übernehmen für die Galerie und nicht für die gesamte Innenstadt. In Leer wollen sie das nicht erleben. Und genau deswegen kämpfen viele Bürger gegen ein ECE-Shoppingcenter. Es ist ein Thema, das viele von Ihnen betrifft und deshalb beschäftigt sich der NDR intensiv damit. Sie finden bei uns im Netz noch weitere ausführliche Hintergrundinformationen mit viel Zusatzmaterial, auch von den Radiokollegen von NDR Info. Klicken Sie doch mal rein unter ndr.de.